jetzt in meiner Open-Air-Garage. Und ja, ist ja eine Zeit lang relativ still gewesen um meine Shopper-Playlist. Ich glaube, ich habe mal ein Fahrvideo gemacht oder zwei. Und ja, jetzt bin jetzt knapp jetzt 5 Monate hier in Abidjan an der Elfenbeinküste. Jetzt so langsam sind wir in der Routine drin. Und ich dachte mir, um mal die Shopper-Reihe mal wieder aufleben zu lassen, fange ich doch mal an mit Kommentaren, wo ich einfach mal jetzt meinen Senf dazugeben werde. Und ich habe die Kommentare alle gescreenshottet und werde die dann unten einblenden. Und wenn es ein längerer Kommentar ist, weil ich werde die nicht komplett vorlesen oder so, Pause drücken, durchlesen, dann geht's weiter. Kann auch sein, dass vielleicht mal eine Sache zweimal drin vorkommt. Ich habe die, wie gesagt, nur gescreenshottet. Ich habe noch nichts durchgelesen oder nur kurz überflogen. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Sultan Gudela hat mir geschrieben, dass sein Blinker nicht mehr funktioniert. Alles andere funktioniert. Woran er liegen könnte? Joa, also ich wüsste jetzt ad hoc nur eine Möglichkeit, und das wird wahrscheinlich auch die wahrscheinlichste sein, dass der Blinkerschalter oxidiert ist aufgrund von Feuchtigkeit. Natürlich kann es auch ein abgerissenes Kabel sein. Wenn es was Elektronisches ist, dann, ja, dann stehst du auf dem Schlauch. Ne? Peter Görres hat mir, ich habe mal in einem Video, ich habe mal erwähnt, dass ich eventuell das Ding mal auf Vollfederung umbauen möchte. Er sagt ihm aber, brauche ich gar nicht machen. Die Federung, die wäre genauso hart wie die Sattelfederung. Na ja, gut, das hängt wahrscheinlich auch von den Federbeinen ab. Aber nun gut. Der hat dann noch ein paar andere Sachen geschrieben über Roller, die er hatte. Könnt ihr euch ja dann durchlesen. Peter Görres hat auch geschrieben, beim Auseinanderbauen hilft eine gute Kamera. Ja, ja, damit man weiß, wie sie da zusammengebaut wird. Und er hat auch einen Tipp gegeben bezüglich des Eierreifens. Ja, also mein Reifen, der war auf jeden Fall komplett raus. Da war nichts mehr zu machen. Einfach ein Fabrikationsfehler. Ist halt so. Ne? Ja, nochmal der Peter Görres. Ja, mein Garmin brauche ich nicht, weil ich ja nur in Heimatnähe unterwegs bin. Doch, sage ich, hier brauche ich mein Garmin. Hier kenne ich mich nämlich noch gar nicht aus. Deswegen ist das hier eine schöne Sache. Ja, hier bezüglich die Blinker. Finde ich top, dass die Glühbirnenblinker absolut nicht mehr zeitgemäß sind. Dass die, dass die sogar so heiß werden, dass teilweise hier sich die Blinkerhalter verbiegen. Ja. Aber wie gesagt, den Umbau habe ich ja erklärt. Der ist nicht schwierig. Und machen. Einfach ändern. Ah, hier, Rainer hat mir einen Tipp gegeben bezüglich Akkureichweiten. Und zwar sind verschiedene Reihen verbaut. Und hat mir eine Tipp gegeben, einen Akku-Refresher zu nehmen. Das werde ich mal ausprobieren. Hat auch direkt eine Telefonnummer dran gehängt. Ja, das probiere ich mal aus. Mal die Akkus refreshen. Weil der Strom ist ja auch faul, ne? Und der geht dahin, wo der geringste Widerstand ist. Joam Bira fragt, wo es Akkus zu kaufen gibt. Ja, da, wo man auch den Roller zu kaufen gibt. Wo es den Roller, da, wo es den Roller zu kaufen gibt. Ja, Atz AMG, danke für deine Videos, sehr sympathisch, alles sehr gut erklärt, möchte mir einen Chopper anschaffen. Überlege nur, ob ich mich für den mit 2 Akkus entscheiden soll. Sage ich nur, Marit, wenn du den 2. Akku nachher holst, ist er teurer. Ich würde auf jeden Fall 2 Akkus besorgen. Hast du einen am Ladegerät und den anderen kannst du fahren. Björn Krause. Ja, Akkudeckel. Ist mir ja bei meinem Crash auch zerschossen. Der hat auch hier oben einen Riss. Und das Problem ist halt ganz einfach. Ja, ich kann nur Blinded Bikes empfehlen. Da habe ich meinen Akkudeckel auch angefragt. Die wissen auch genau, welcher Deckel zu welchem Bike passt. Aber im Augenblick, aufgrund der ganzen Liefergeschichten, ne, Corona, Container, hau mich tot, ist generell Lieferung ist gerade eine schwierige Sache. Mal voll.
der hat mir den Tipp gegeben, das werde ich vielleicht mal ausprobieren, aber das muss ich wirklich in einer Mußestunde machen. Den Deckel einfach aus Metall nachzuformen, wer das ein bisschen drauf hat, der müsste das hinkriegen. Ja, gebe ich dir recht. Aber es ist, glaube ich, nicht so einfach, wie du glaubst. Waschbärs Werkstatt. Der hat mir, also den habe ich schon gelesen, den Kommentar, deswegen werde ich da jetzt nichts vorlesen. Könnt ihr euch selber durchlesen. Ich hatte mich mal darüber geärgert, dass ich habe ja hier beide Akkus, wenn ich die doppelten Akkus habe, ich habe beide parallel geschaltet, dass die Reichweite sich nicht verdoppelt. Sondern ich sag mal nur ein Drittel mehr wird. Ja, und da hat der Waschbär, der hat mir dann ja echt die Augen geöffnet und eigentlich ist das total logisch. Wenn ich zwei Akkus parallel schalte und die Akkus sind nicht wirklich genau gleich von der Kapazität, vom Alter her, vom Ladezustand, dann ist das wie bei kommunizierenden Röhren. Der Strom fließt immer von dem starken Akku in den schwachen Akku. So, und da geht schon mal eine Menge Strom verloren, bevor überhaupt Strom in den zum Motor geht. Also ganz einfach ausgedrückt. Ne? Und daher also, ich habe das auch schon gemacht, ich habe den zweiten Stecker abgebaut. Ich habe jetzt sowieso, weil ich ja meinen Doppelakku-Deckel, der ist ja kaputt gegangen durch meinen Crash, umstecken. Umstecken oder einen Schalter einbauen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man Akku bekommt, und zwei Akkus bekommt, die genau gleich sind, ist eigentlich fast null. Ja. Danke Waschbär für den Tipp, auf jeden Fall. Oder fürs Augenöffnen. Ja, Waschbär noch einen Design-Tipp gegeben. Lass ich einfach mal so stehen. Dominik Steinkönig. Ja, das ist die Frage, die ich schon öfter bekommen habe, dass der Mod mit dem von 45 auf 65 hochmodden nicht geht. Habe ich, glaube ich, schon mal darauf geantwortet, mache ich aber gerne nochmal. Ich denke, dass mittlerweile auch die deutsche Straßenverkehrsbehörden mitbekommen haben, dass das mit den 65 nicht erlaubt ist. Und deswegen haben die einfach verboten, die Geräte, die hochzutakten sind, dass sie eingeführt werden. Das ist meine Mutmaßung. Ne? Kann man so stehen, wie man will. Ich finde, die Kiste sollte durchaus vom Standard der 55 fahren, damit man im Stadtverkehr wenigstens mitfließen kann. Aber da bin ich ja wie bei einigen Sachen alleine wahrscheinlich mit meiner Meinung. Der Bochumer aus meiner Heimatstadt, hallo. Er hat sich dabei bedankt über die Abdichtaktionen, die ich an meinem Batteriekasten durchgeführt habe. Ich muss immer wieder mal trinken, weil das hier so warm ist. Gula Kartuga. Der Akku ist wasserdicht. Hab das Gehäuse vorn abgemacht und da dürfte der Originalzustand einwandfrei wetterfest sein. Okay. Wow. Ich mag es aber trotzdem nicht, wenn da Wasser reinkommt. Ja, und nochmal Gula Kartuga. Über 40 vibriert es hinten. Ja, ich sag mal, hast du einen Hubbelreifen, ne? Würde ich mal mutmaßen. Owi, das Modell meines Rollers, das ist der MK1 von Mongstein, den habe ich damals bei Schnetzler Design geholt. Gibt es aber auch bei Bleile Bikes, muss aber dazu sagen, ich habe ja vorher gesagt, ich glaube nicht mehr, dass der erhältlich ist mit Höhertaktung über 45. Mutmaßung vermute ich einfach mal. Manfred Gruber. Also der Manfred Gruber, ihn stört, dass ich meine Ringe hier gelb gemacht habe. Ist Geschmacksfrage. Hätte ich auch schwarz machen können, habe mich halt für gelb entschieden. Schwarz ist ja genug dran. Aber trotzdem, danke für den Comment. Jai CK sagt einfach danke, dass ich ihn perfekt für seinen X9 Shopper vorbereitet habe. Dankeschön. Frank Healthy Lefebro. Wie zieht man die Stange am Lenker fest? Ja, die Frage habe ich auch mehrere Male bekommen. Ich hatte am Anfang auch ein bisschen Probleme mit. Hm.
Mir ist auch am Anfang der Lenker hier immer weggerutscht. Ich habe natürlich immer wieder mal nachgezogen, immer wieder mal nachgezogen. Irgendwann ging es dann. Ich muss aber sagen, dass die, ne, da ist noch Speck. Was auch helfen könnte, wäre, wenn man entweder eine große Zange hat oder einen Schraubstock, genau an der Stelle, das Rohr ein bisschen eierig machen. Dann sollte es funktionieren. Ansonsten, ey, nachziehen, irgendwann packt er. Das Doofe ist natürlich, dass der Lenker hier nicht geriffelt ist und dass diese Backen hier auch nicht geriffelt sind, dass da irgendein Widerstand entstehen kann. Das ist ein kleiner Nachteil, aber ey, immer schön munter nachziehen, irgendwann ist er fest. Jascha Liabiani möchte gerne, dass ich Ihnen ein Video mache, wie man den Gasgriff wechselt. Mache ich, wenn meiner mal kaputt ist. Weil habe ich jetzt nicht wirklich einen Bedarf zu. Also der funktioniert. Und wenn er mal nicht funktionieren sollte, dann werde ich mir einen Ersatz kaufen müssen und dann werde ich den wechseln. Ansonsten, ich meine, hier sind nur 2-3 Schrauben dran. Losmachen, ausprobieren, Video machen und dann kannst du es anderen Leuten zeigen, wie es geht. Reinhard Lonka. Lonka? Ja, der Reinhard hat das Problem, dass er hat sich den Roller Gebrauch gekauft und dass ab und zu so eine Art Stottern ist, als wenn kein Benzin da wäre. Ich habe das auch schon mal gehabt. Hat mir auch Gedanken gemacht, woran das liegen könnte. Ich glaube nicht, dass das am Gasgriff liegt. Ich habe eher das Gefühl, dass entweder der Akku nicht mehr ganz sauber ist. Da sage ich mal einfach Refresher. Und ich habe auch mal festgestellt, dass der Steckkontakt vom Akku, der hatte ein bisschen wackeligen. Das sind eigentlich die einzigen Sachen. Ansonsten könnte es natürlich sein, hier wird ja auch irgendeine Art von Potentiometer drin sein, dass das vielleicht Wackelkontakt hat oder oxidiert ist. Ansonsten, ich muss aber echt sagen, das letzte Mal, dass mir das passiert ist, das ist schon Ewigkeiten her. Deswegen, das sind jetzt alles Mutmaßungen, wie sagt man so schön, educated guesses. Wenn da einer mehr darüber weiß, rein in die Comments, wird im nächsten Video erwähnt. Der Moonwalker fragt mich, ob man den Akku während der Fahrt aufladen kann. Gibt einmal die Rekuperation. Das ist aber nicht wirklich ein Aufladen, das ist nur ein Zurückgewinnen. Und auf der anderen Seite, ja klar, ich meine, ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht. Solarpaneele, Solarfolie. Aber ganz ehrlich. Nee, ich glaube, wird nichts. Also da könnte man schon fast eher dran denken, sich ein faltbares Solarpanel zu holen, einen entsprechenden Laderegler mit dem entsprechenden Stecker hier. Und wenn das Ding geparkt ist, das mit der Sonne laden. Das könnte was geben. Vielleicht probiere ich das ja aus, weil ich will ja an dem Cargo Bike, was ich nebenbei habe, nochmal nebenbei bemerkt, ein bisschen Werbung für mich selber, ne? Playlist Cargo Bike. Da will ich ja auch mal ein bisschen Solarladung ausprobieren. Schauen wir mal. Also gute Idee, ich werde mal gucken, was man da machen kann. Aber ich denke nicht, dass man während der Fahrt, weil allein schon, also die einzige Fläche, wo man sinnvoll ein Panel drauf machen könnte, hier hinten auf dem Kotflügel und hier auf dem Batteriedeckel. Und jetzt überlegt euch, die Sonneneinstrahlung, die wird sich ständig ändern. Ständig ist durch die ganze Bewegung Schattenbeine davor. Ich glaube nicht, dass da viel generiert wird. Also während der Fahrt, schwer. Alexander Hense, der hat ein Problem mit Bremsenschleifen. Ich weiß jetzt nicht, ob er meint vorne oder hinten. Ich gehe mal von vorne aus, weil hinten ist mir noch nichts passiert. Und ist auch das Problem, hinten habe ich noch nie gehört. Bei mir war es so, dass der Bremssattel nicht genau mittig über der Scheibe saß. Das heißt also, der Bremssattel, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, dass die Scheibe am Bremssattel geschliffen hat. Und ich habe das dann mit Abschleifen, mit Unterlegscheiben. Ansonsten, ich meine, eine Scheibenbremse, darf man nicht vergessen, schleift immer ein bisschen. Ein bisschen, ein Hauch. Das habe ich bei meinen Fahrrädern genauso. Na, damit halt der Bremsweg möglichst kurz wird. Legend
Ja, der hat auch Probleme. Sein Schopper fährt jetzt gerade seit 2000 Kilometern. Er hat Probleme mit dem Gaszug, der ja keiner ist. Ne? Der, ich vermute, Potentiometer oxidiert, verbogen, dreckig, irgendwas in der Richtung. Und das ist jetzt schon der dritte Kommentar, der sich irgendwie mit dem Gaszug beschäftigt. Vielleicht sollte ich echt mal das Ding einfach spaßhalber auseinandernehmen. Und mal gucken, was da sein kann. Na, mal gucken. Für ein Video später behalten wir es mal im Kopf. Ivo Hasse. Ja, der hat ein Problem mit den Hobelreifen. Ja, den Vorderradreifen zu bekommen, ist nirgendwo ein Problem. Ich habe ja damals, ich habe ja auch überall rumgeguckt, ich habe zwar Motorradläden gefunden, alle, die haben mir den Reifen aufgezogen, die haben den Reifen auch wieder abgezogen. Ich muss aber sagen, hinzufügen, ich habe dann das Hinterrad mit dem Motor ausgebaut und bin dann mit dem Rad dahin gegangen, also nicht mit dem ganzen Schopper. Und ich wüsste nicht, warum jetzt irgendein Reifenladen ein Problem damit hätte, mal einen Reifen irgendwo aufzuziehen. Also den Reifen, Bleilebikes, Schnetzler, alle Händler, wo ihr die Klamotten gekriegt habt, oder meinetwegen auch Alibaba Express, kostet mit Versand, wenn ich mich recht entsinne, habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, ca. 75 Euro. Und warum sollte ein Reifenhändler den Reifen nicht wechseln? Verstehe ich nicht. Was sind das für Leute in Berlin? Unglaublich. Also, bau das Ding aus. Habe ich auch schon Videos drüber gemacht, wie man das ausbaut. Das ist nicht sonderlich schwer. Zieh das ganze Kabel raus und Mann, es wird doch irgendeinen Reifenhändler geben, der kurz mit der Zange da drauf kann, den Reifen runterholen, neuen drauf machen. Soll er 20 Euro für nehmen? Ja, bin ich mit den Kommentaren durch. Ach, hier, einen Kommentar habe ich noch. Den habe ich nämlich nicht mehr gefunden, weil er ab und zu auch mal YouTube-Kommentare verliert oder vergisst. Und zwar ging es um, ich habe wohl in dem Video mal erwähnt, dass hier diese 1, 2, 3, dass das Gänge sind. Ja, Kollege, also ich gehe mal davon aus, dass er jetzt nicht ganz ernst gemeint bei der Kommentar. Das sind ja Spulen und das sind ja keine Gänge. Mein Meister, der ist mir schon klar, dass ein Elektromotor keine Gänge hat, dass da verschiedene Wicklungen sind, wo dann entsprechende Drehmomente über, generiert werden, ist mir schon vollkommen klar. Aber weißt du was? Ich schalte auch mit den Dingern hier. Zum Anfang nehme ich den 1, ab 30, 40 gehe ich in den 2. Und wenn ich über 45 bin, weil ich darf, geht ja hier noch, und hier interessiert das sowieso keinen, gehe ich in den 3. Das ist genauso wie Leute das hier einen Gaszug nennen, obwohl es ja eigentlich ein Potentiometer ist. Also bitte Leute, ist halt so. Dann gibt man halt Gas. Ja, vielleicht wird sich dann irgendwann, wenn die Elektromobilität dann mal gesellschaftsfähig ist oder mehr als 70% hat, vielleicht sagt man dann was anderes. Ich wüsste doch jetzt gar nicht, was man da sagen könnte. Naja, egal. So, was haben wir noch? Ich habe auch noch ein paar E-Mails bekommen. Der will ich auch noch kurz drauf eingehen. Einmal vom Johann. Wünsche mir erstmal alles Gute, dass ich mir toll eingelebt habe und dass alles so geht, wie ich mir das wünsche. Ja, danke dafür. Und ihr wollt gleich auf den Punkt kommen. Der wohnt hier in einem Mietshaus, wo die Nachbarn neidisch auf seinem Shopper sind. Was für Nachbarn hast du? Mal ehrlich. Find meine Videos toll, finde ich super. So, und dann hat er natürlich direkt ein paar Fragen. Ne? Also Nummer 1, wo habe ich den Reifen gekauft? Er hat den bei ATH Antriebstechnik für 74 Euro zuzüglich Versand. Okay. Ja, der wird da wahrscheinlich beim 100er liegen, ne? Ja. Ja, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, Alibaba oder die beiden Händler, die ich genannt habe. Und ich finde, die Händler, die den Shopper verkaufen, die sollten echt mal dafür sorgen, dass sie mal ein paar Hinterradräder und ein paar Reifen für hinten mal auf Lager haben. Ja, ich meine, je mehr die von den Teilen verkaufen, desto wahrscheinlicher wird es dann ab einer gewissen Zeit, dass man mal neue Reifen braucht. Und vor allen Dingen, weil das Thema mit dem Hobelreifen ja nicht unbedingt ein seltenes Thema ist. Wenn man dann entsprechend bestellt, wird auch der Versand günstiger und all so ein Zeug, und wird auch für den Kunden günstiger und man liefert eine vernünftige Serviceleistung. Nur mal so ein Tipp an alle Händler. So. Ja, hier mein das Kabel vom Motor. Ich habe ja mein Motorkabel in dem Bereich hier getrennt.
ja, kann man machen, muss man nicht machen. So, ich habe es gemacht, weil mir klar war, dass ich das Hinterrad noch einige Male ausbauen muss, bis ich endlich meinen enthobelten Reifen kriege. Und habe mich einfach geärgert, dass das nicht funktioniert. So, ich habe also die C4-Stecker genommen von der Solaranlage. Vorsichtig. Ihr müsst echt vorsichtig sein. Ihr müsst Stecker nehmen, die mindestens 30, am besten 40 Ampere aushalten. Weil wir haben hier 63 Volt. Ich habe hier den 2000 Watt Motor. Da geht einiges an Strom drüber. So. Man muss es nicht machen. Ich meine ganz ehrlich, wenn man das Hinterrad nicht ausbauen muss, jetzt sind 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben und ein bisschen ziehen mehr. Ich wollte das so haben und kommt nicht auf die Idee, dass ihr dann 220 Volt, 230 Volt Stecker nehmen könnt, der verpackt den Strom nicht. Und er sagt ja auch, für jemanden, der nicht des Lötens mächtig ist, die C4 Stecker, die werden gekrimmt. Die werden überhaupt nicht gelötet. Da braucht man dann eine spezielle Zange für. Ist aber, zeige ich aber auch in dem Video. So, die anderen Stecker für zum Beispiel den Ständerschalter und für die Steuerkabel des Motors, die habe ich gegen Wasserdichte ausgetauscht und das finde ich auch wieder sinnvoll. Ob der Fender ab muss oder sollte, wenn man den Reifen demontiert, ich finde, er sollte auf jeden Fall ab, sonst wird es fummelig. So, was haben wir denn noch hier? Er hat ja eine ziemlich lange Mail geschrieben. Ja, die anderen Fragen beziehen sich, da habe ich eigentlich schon jetzt darauf geantwortet, ohne dass ich die Frage gelesen habe. Also, wie gesagt, die Stecker an die Kabel dran machen, ist ein nettes Goodie. Wenn man den Reifen ausbeutet, ist jetzt nicht wirklich dramatisch. Macht euch ein Foto, welches Kabel wohin kommt. Ich glaube, die Kontakte sind sogar farblich markiert. Und dann ist das okay. Und dann macht auch der Reifenonkel kein Theater. Na, wer war das denn hier? Der Reinhard hat mir auch noch eine Mail geschrieben. Er hat sich das Ding gekauft aufgrund meiner Videos. Finde ich ja schön. So, und ein paar Freunde haben 20 Stück in China bestellt, entsprechend günstig. Und da hat er hat er was von abbekommen. Und er hat das Ding auch umgebaut. Ein bisschen modifiziert, optisch. Und er hat mir Bilder geschickt. Und das Ding sieht richtig geil aus. Also, ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht vielleicht hier vorne auch mal so einen flachen Lenker dran machen soll. Aber ich weiß nicht, ob man nicht ein bisschen zu sehr so sitzt. Ich bin erstmal mit dem Ding jetzt so zufrieden, wie es ist. Das sieht richtig cool aus, die Kiste. Respekt, was er schön gemacht. Ja. So, und dann habe ich noch ganz zum Schluss, ich bin auf ein Video gestoßen von eShopper Community, auch irgendwo in Norddeutschland war das. Und ja, okay. Zwei Punkte sind mir aufgefallen. Habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Das ist nicht automatisch CO2-frei. Ja. Und das Gerät für mich ist eins meiner Hauptverkehrsmittel, Transportmittel, abgesehen von dem Cargo-Bike. Und ich lade das Ding auch mit Solarstrom. Dann wird es annähernd CO2-frei. Das darf man nicht vergessen. Und ich finde, kommt bei den Jungs ein bisschen zu kurz. Ja. Ich würde mich freuen, wenn die Jungs, die auch so einen E-Shopper fahren, wenn die mindestens so ein kleines Balkonkraftwerk da hätten. Ne? Und Balkonkraftwerk habe ich auch ein paar Videos drüber gemacht, nennt sich auch Guerilla-Anlagen. Müsst ihr beim YouTuber Lars mal reingucken, der hatte auch ohne Ende von. Die kosten auch nichts mehr, die Dinger. Ne? So ein Ding kriegt man für 300-400 Euro. Packt euch auf den Balkon, stellt euch in den Garten rein und dann wird dann der Strom produziert, mit dem ihr die Kiste laden könnt. Beziehungsweise der kann natürlich im ganzen Haus verbraucht werden, logisch. Ne? Dann hat mich ein bisschen. Geärgert ist übertrieben, verwundert, wie schnell man doch sagt, oh guck mal hier, ich habe hier so ein batteriegetriebenes Fahrzeug, jetzt bin ich CO2-frei. Das ist mitnichten zwangsläufig so. Wenn ihr den Strom von da oben kriegt, dann ist es CO2-frei, weil die Sonne schickt keine Rechnung. Ja. Gut, das soll es erstmal gewesen sein, ich bin ja auch schon hier im fast Halbstundenbereich.
Als nächstes kommt vielleicht mal wieder ein Fahrvideo, je nachdem, wie schnell ich jetzt was geschnitten kriege. Und dann werde ich endlich, 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 der liegt schon seit ich aus Polen weg bin, liegt das Ding schon da hinten im Anhänger drin, meine finale Version des Gepäckträgers. Und ich kann euch sagen, der ist richtig geil geworden. Der ist richtig gut geworden. Da mache ich ein Video drüber, nur über diesen Gepäckträger. Und dann schauen wir mal, was sonst noch so kommt. Ne? Vielleicht werde ich mir mal hier so einen flachen Lenker holen, die Solaranlagengeschichte mal ausprobieren. Das werde ich aber erst machen, wenn ich da Richtung Cargo Bike unterwegs bin, weil das wird dann hier nur ein Gimmick sein. Um es mal einfach auszuprobieren. Und dann schauen wir mal weiter. Ansonsten wird es dann noch ein paar, vielleicht ein Night Drive, Night Ride aus Abidjan. Und dann schauen wir mal. Also, Leute, ich wünsche euch was, bleibt mir wohl gewogen und haut weiter was in die Comments rein, damit ich vielleicht nochmal so ein Video machen kann. Gut gehen!